Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich bin Bicet und heute spielen wir Supermarkt Together mit. Adaros, moin. Moin. Ja, okay. Also, in diesem Spiel geht es um einen Supermarkt. Und ja, vielleicht. Ja, habt ihr es ja schon bei anderen YouTubern gesehen. Man bestellt halt hier Produkte und macht halt auch. Und kassiert halt auch Sachen und alles Mögliche. Und ja, Adaros ist hier der Chef von diesem Supermarkt in diesem Fall. Und falls man irgendwas Böses macht, kann der Chef einen auch hier einsperren. Und ja. So. Dann. Ja, Adaros baut hier schon mal alles. Und ja. So, Leute. Dann würde ich sagen, also ich habe mich jetzt mal kurz gemutet, weil jetzt in diesem Video prank ich ihn auch ein bisschen. Also so teils mit Besen und so. Also ich camp mich hier so hin und mache halt auch so ein paar Sachen, die er nicht will und so. Und vielleicht gebe ich auch mal den Kunden ein bisschen zu viel Geld, um ihn so zu ärgern. Und ja, vielleicht sperrt er uns ja dann auch in den Kerker hier hinten ein. Weil, ja. So, Leute. Und man kann hier auch die Leute schlagen und macht halt Spaß, ne? Ist so halbes GTA gefühlt, ne? Nur halt mit schlechterer Grafik. Aber Leute schlagen ist ja nicht nett da. Naja, da stand eben, schlag mich härter, Baby. Naja, egal. Und ja, er hat mich hier jetzt schon mal eingesperrt, weil ich die Leute geschlagen habe. Und das geht Rache. Run! Batz! Geh weg! Ja, au, ne? Hast du Pech gehabt? Mach mal schneller da aus, ich will arbeiten. Ja, kann sich schon mal hier Supermarkt aufmachen. Okay. So. Wir öffnen dann mal den Supermarkt hier. Und da ist er offen. Geh mal weg. Okay, manche Sätze hier sind sehr komisch, wenn man die Leute schlägt. Aber ja, ich glaube, dazu muss ich nichts mehr sagen. So. Schreibt mir gerne auch ein paar Videoideen in die Kommentare. Gerne auch mit Fortnite oder so. Und ja, lasst vor allem ein Like und Abo da. Und hier kommen schon die ersten Kunden. Das ist doch gut. Hier ist meine Kasse. Was ist denn das? Ah, der schöne Kassierbildschirm. Hier kommen die ersten Kunden an. Und ja, hier mit Karte und halt mit Bargeld geht, ne? Und man muss es halt hier alles eingeben, ne? Und halt so kassieren. Ach, schade, dass. Ah, es kommen jetzt noch mehr Kunden, das ist natürlich gut. Und hier. Schön viel Seife kaufen. Ah ja, jetzt so mit Bargeld. Und. So, perfekt. Das sind die ersten Kunden. So. €7.10. Wir müssen aufpassen. Hier ist jetzt Halloween Update. Und ach da ja, stimmt. Auch in dem manchmal so Geister, die ja. Sachen klauen. In dem Adaros sagt's gerade, ist ein Halloween Update in diesem Spiel. Und hier kommen auch Geister und die können halt hier Geld klauen von uns. Und dann kriegen wir halt weniger Geld am Ende des Tages. Und die Sachen aus den Regalen. Ja, und die Sachen aus dem Regal. So. Leute. Ich würde sagen, wir muten uns mal gleich kurz. Denn. Ja. Jetzt. So, wir haben uns jetzt gemutet. Und. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt
wir geben den Kunden jetzt schon mal ein bisschen zu viel Geld und gucken mal, ob er es bemerkt. Und ja, wenn nicht, dann machen wir halt noch mehr Geld zu viel, ne? Und ja, dann entmuten wir uns mal wieder. So, hier sind die Kunden. Sehr gut. Was hast du gemacht? Ach, nix. So, ein bisschen zu viel. So. Also. Okay, Leute, ihr habt es noch nicht gemerkt. Oh, ja. Ein bisschen zu viel. Nein, was will er machen? Adaus, Mr. Chef, warum stehen Sie hier hinter mir? Also aufpassen, dass du ordentlich arbeitest hier. Ja, ja, natürlich arbeite ich hier ordentlich, ne? Das kriegt er schön in ein Zinsstück. Nicht zu viel gegeben hier, warum sind da 140 Euro? Wo? Ich sehe da nichts. Da oben. Ich sehe da nichts. Hier steht nichts, hier steht nichts. Achso. Den sehe ich jetzt nur bei mir. Okay, Glück gehabt, ne? Hä? Was ist das? Ich habe ihm zu wenig Geld gegeben. Ich habe abkassiert. Ich habe dir jetzt 140 Euro gegeben als Wechselgeld. 140 Euro? Ja, er gibt den Kunden 140 Euro. Naja, egal. Wenn das nächste Mal kommt, dann gebe ich dem Besen ins Gesicht. So, wieder ein bisschen zu viel Geld. Ist ja nicht schlimm, ne? Besser zu viel als zu wenig. Zu viel Geld? Ich habe mich jetzt wieder gemutet. Und ja, das hat ihn gar nicht gejuckt, dass ich viel zu viel Geld gegeben habe. Und deshalb, deshalb hauen wir ihn jetzt mit dem Besen. Ja, ja, ich bin da, ich bin da. Was ist? Wo ist er? Wo ist er? Ist weg. Hä? Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Oh, nein, er hat uns gehauen. Was? Ha. Er schlägt mich. Mein Chef. Wo ist er? Wo ist er? Er ist weg. Ah, da. Hier. Noch eins. Und gibt's doch gar nicht mehr. Hier Strafen. Oh. 10-mal klicken. Das lassen wir uns nicht gefallen. Wo ist er? Komm her. Oh. Okay, Leute, jetzt sind wir natürlich wieder ganz ordentlich und helfen hier unseren Kunden. Au. Das ist ja nicht nett von unserem Chef. Mach schneller hier die Leute, die... Mach doch selber. Dann baue ich mir noch mal eigene Kasse. Ja, mach das. So. Okay, er hat nichts gemerkt. Was ist denn? Nix. So, wir sind hier natürlich ganz ordentliche Mitarbeiter und geben immer das richtige Rückgeld. So. Geh mal weg. Ich hol gleich den Besen. Der Chef wird nicht geschlagen. Natürlich. Die Kunden auch nicht. Gib mir mal eine Gehaltserhöhung hier. Hier, die Strafe gebe ich dir. Oh. 100 mal klicken.
Ja, wir sehen uns dann, also ja, Leute, wir sehen uns dann, wenn wir wieder hier raus sind. So, Leute, wir sind wieder draußen. Und ja. Gib mir jetzt gefälligst eine Gehaltserhöhung, mein Freund. Gib keine Gehaltserhöhung. Gib her! Ja, okay, reicht. So. Wir kassieren weiter. Ganz ordentlich natürlich. Immer genau das richtige Geld. So. So. So, perfekt. Ja. Was? Du hast ihm viel zu viel gegeben. Wir haben gerade 390 Euro minus gemacht. Haben wir nicht. Also, das geht aber mal gar nicht. Was solche denn? Mitarbeiter werden hier nicht geduldet. Weg mit dir. Nein, 500 mal klicken, Leute. Okay. Gleich gibt's hier eine 1000-Klick-Strafe. Nein, bitte nicht. Weiß, ey. Oh, ich hab wohl den Autoklicker noch an. Ja. So, Leute, wir sind jetzt schon wieder hier im Knast. Nur weil der Chef so böse zu uns ist. Ja, selber schuld, würde ich mal sagen. Du wirst schon sehen, was du davon hast, ne? Vielleicht nur mal so sagen, ne? Also, ja, Leute, wir sehen uns dann direkt, wenn wieder was passiert. Ja, Leute, so, es passiert zwar gerade noch nichts, aber ihr seht oben links die Uhrzeit. Es ist 22 Uhr, heißt der Laden schließt gleich. Und ja, der Laden müsste eigentlich gleich schließen. Und die letzten Leute hier abkassieren. Okay. Also Adaus kassiert noch die Leute ab. Und ich klicke hier noch, bis ich fertig bin. Was nicht mehr so lange dauert. Noch 10 Klicks. Und schon sind wir wieder draußen. So, jetzt arbeiten wir natürlich schön ordentlich. Was ist denn das für ein süßes Ding? Hey, nee, damit änderst du die Preise. Ach so. Ja, das passt schon alles so, Leute, ne? Die Preise. Okay, hier ist alles ordentlich. Was macht der Besen hier? Schön aufräumen, natürlich immer, ne? Okay, dann können wir mal Laden schließen. So, das war unser erster Arbeitstag. Und, ja, unten seht ihr minus 4.480 Dollar. Ja. So. Dann sehen wir uns direkt im nächsten Tag, wenn es wieder losgeht. So, Leute, es geht wieder los. Ich öffne den Markt. Und wir stehen an der Kasse. Heute ist ein ganz normaler, ordentlicher Arbeitstag. Es werden aber ein paar Kürbisköpfe geschlagen. Ganz normal. Silber-I. Immer diese Kürbisköpfe hier. Können die auch was anderes außer I sagen, ihr komischen Kürbisköpfe? So, wir sind jetzt wieder an der Kasse und machen jetzt ordentlich wieder. Hier kommt direkt unser Kunde. So, 13 Euro und 35 Cent will er zurück. So, 1 Euro zu wenig. So. So, mit Karte gerne. So, Adaus, was denkst du? Werden wir auch mal einen Kunden haben, der sehr viel kauft? Ja, bestimmt irgendwann so ein reicher. Ja, das hoffe ich mal. Dann geht es unserem Laden wieder gut. Denn ihr seht oben links, wir haben nicht gerade so viel Geld.
604 Dollar noch. Ja. Adaus sagt's. Deshalb müssen wir jetzt ordentlich arbeiten. So, hier kommt. So, hier ist direkt die nächste Kundin. So. Weil wir nett sind. Kriegt ihr alles in 1 Cent Stücken zurück. Und perfekt auf den Cent, genau. Oh. Falsche Zahl. 10,80 € Sensor. Adoras, hast du was gesehen? Nö. Dann ist gut. So, Leute. Der kriegt's auch schön klein zurück hier alles, ne? So. Was? Wir haben Minus gemacht wegen dir. Nein! Du musst die Leute ordentlich bezahlen. Mach ich doch. Ich mach's immer auf den Cent, genau. Das können meine Zuschauer natürlich bestätigen. So. Wir haben keine Kunden. Ah, doch, da kommen die nächsten. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Für die Bam. Na, ich bin schon wieder im Knast, Leute. Naja. Hier wird niemand geschlagen. Na doch, die Kunden, wenn die zu langsam machen. So, Leute, wir sehen uns dann wieder, wenn wir aus dem Knast raus sind. Unser Chef ist heute nicht gut drauf anscheinend. Naja. Ich hoffe, ihr seid besser drauf als unser Chef. Denn, ja, ich hoffe, ihr seid so gut drauf, dass ihr ein Like und Abo da lasst und meine anderen Videos auch alle guckt. Und, ja. Dann würde ich sagen, wir sehen uns direkt, wenn wir aus dem Knast raus sind. So, Leute, wir sind jetzt wieder draußen. Oh, neue Produktlizenz. Oh, wo? Milchprodukte. Milchprodukte? Hier, du musst abkassieren, die Leute. Ach so. So. Nicht schlagen, sonst kommst du gleich wieder in Knast. Ich schlag hier niemanden. Ich bin hier sehr, sehr nett heute. Okay, Leute. Jetzt, da wurde aus Versehen geschlagen, ne? Gleich nochmal und ja. So. Oh, Leute. Ich verstehe nicht, warum die immer so viel Geld hingeben, dass wir so viel zurückgeben müssen. Beim nächsten Mal, hoffe ich mal, dass die eine große Tasche dabei haben für... Okay. So. Wir sehen uns dann, wenn der Betrag fertig ist. So, Leute, die Kasse, ist sehr voll, wie ihr seht. Herr Daraus hat seine Kasse jetzt auch wieder geöffnet. Und ja. In der Hoffnung, dass jetzt ein paar Leute zu ihm kommen. Warum kommen immer noch alle zu mir? Keine Ahnung.
Leute, guck mal, da hinten ist noch eine zweite Kasse. Aber jetzt kann ich das alles schön in einen Dollarschein geben, weil die jetzt immer 4 Euro zurückbekommen. So. Der bezahlt mit Karte. So Leute, es wird draußen jetzt schon dunkel. Und ja, in diesem Video scheint kein Geist mehr zu kommen. Leider. Ich hätte es euch gern noch gezeigt. Aber wenn keiner kommt, dann nicht. Warum laufen jetzt so viele Leute mit dem Kürbis auf dem Kopf rum? Wir drehen abends alle durch. So. Hier kommen jetzt die letzten paar Kunden, bevor der Tag vorbei ist. Ich würde sagen, wenn der Tag vorbei ist, ist auch das Video vorbei. Oh. Jetzt kommt ein Geist. Hörst du Geist? Oder? Ich höre nichts. Hörst du dieses Geräusch? Schnapp den Besen. Habe ich. So, Adaus sagt, es kommt gerade ein Geist, aber ich sehe hier keinen Geist. Ich glaube, weil ich höre irgendwas. Ja, ich höre nichts, ne? Ja, da, guck hier, da. Schnell, da ist ein roter. Los, hau ihn. Ah, da ist ein Geist, Leute. Ich kann es euch in diesem Video doch noch zeigen. Hier ist der Geist und wir haben ihn. Plus 100 Dollar. 140. So. Ja, ein Glück und ganz schön wenig Geld. Was sind das hier? Ich drück doch aufs Komma. So. Unsere Kunden mögen mich nicht. Das hat einen bestimmten Grund. Wie meine Zuschauer anscheinend ja wissen, hoffentlich. Das ist der Grund, was ich eben getan habe. Und ja. So. Ah, wo bist du? Komm her. Nein. Lass mich in Ruhe, bitte. Okay, er will eine Schlacht. Ich bin besser in Fortnite als er. Ich würde es ihm lieber nicht raten. Ich bin besser in Fortnite als du. Okay. Jetzt kommt er hier damit, dass er besser in Fortnite als ich ist. Komm her. Nix besser, hä? Okay, vielleicht besser im Besen schlachten, aber nicht besser in Fortnite. Ich kann nicht schlagen. Schlag doch nicht unsere Kunden. Die haben dir nichts getan. Okay, Leute, ich würde sagen, wir müssen jetzt schnell noch den Tag zu Ende machen, denn ja, der Tag ist eigentlich gleich jetzt schon vor Ende, zu Ende, ne? Ey, Adaus, hör mal auf, ich will den Tag hier zu Ende machen. So, es sind die letzten Kunden jetzt. Und ja. Warum kommen hier noch Kunden in diesen schönen Laden? Der Laden ist doch geschlossen. Fast. Okay. Ja, meine Kasse ist geschlossen. Nee. Alter. Ja, du musst dich noch abkassieren. So eine Schmutzkunden. Hör mal auf! Oha. So Leute, raus. Das war der letzte Kunde. Was? Weiß ja. Guck mal hier hinter dir, da oben. Ich weiß, oh mein Gott. Das ist eindeutig mein Freund hier hat aus, ne? Der da hinten so ist. Der sieht auch so komisch aus.
Und ja, Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Lasst ein Like und ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Es wird wahrscheinlich demnächst noch ein zweiter Teil geben. Also bleibt gespannt. Guckt ihn euch auch an. Lasst ein Like und ein Abo da. Und tschüss. Das war's mit dem Video. Ciao.